In der Matthias-Claudius-Schule in Bochum ist Inklusion an der Tagesordnung. Unter den etwa 800 Schülerinnen und Schülern gibt es rund 160 mit Förderbedarf. Warum das auch im Sportunterricht Erfolg hat? Die Spielregeln sind so gestaltet, dass sich jeder nach seinen Möglichkeiten einbringen kann. Die Klassen bilden ein Team und auch die Lehrerinnen und Lehrer gestalten den Unterricht meist zu zweit. Also man ist nicht in irgendeiner Form damit eingeschränkt, dass Leute mit Förderbedarf da sind. Man bildet dann Gruppen und die kommen dann mit rein, machen dann vielleicht etwas weniger oder bringen dann ihre Sachen eben ein. Dieses Jahr startet das Projekt Herausspaziert, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler für 17 Tage einer selbstgewählten Herausforderung stellen. Die Pädagoginnen und Pädagogen der Schule verstehen sich als Lernbegleiter und mit ihrer inneren Haltung haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, echte Integration zu leben, die jeden in den Blick nimmt und allen gerecht wird.